Es laufen immer, immer Filme ab abends. Man legt sich ins Bett und das Schlimme ist, manchmal denkt man, wenn man aufsteht, das ist ein böser Traum. Das hast du alles nur geträumt. Es gibt keinen Bagger. Die Menschen sind noch da. Und dann wird man wach und man sieht, es ist grausige Realität. Das hast du nicht geträumt. Das ist Wirklichkeit. Das ist manchmal sehr schwer zu verstehen. Diese Kirche hier, die ist sehr groß. Und wenn man aus allen Richtungen kommt, ob man von Mönchengladbach hier hinkommt oder aus der Richtung Jülich, man sieht erst den Kirchturm. Man sieht die kleinen Häuser und diesen großen Kirchturm. Und als Kind habe ich mir mal vorgestellt, das ist so eine Art, so ein Aufpasser, so ein Löwe, der praktisch auf seine Kinder aufpasst. Und dann, hier kann man ruhig schlafen, hier passiert dir nichts, weil wir stehen unter dem Schutz dieser großen Kirche. Also ich wohne mein ganzes Leben hier in Kalmbach, das sind mittlerweile 47 Jahre. Ich bin in dieser Kirche getauft, die hinter uns da zu sehen ist. Und wenn man 47 Jahre in so einem Ort bleibt, dann muss dieser Ort schon etwas Besonderes haben. Dieser Ort war für mich immer Heimat, Zusammenhalt, Gemeinschaft. Ja, und mittlerweile ist diese Gemeinschaft praktisch zerstört worden. Die Geschichte dieser Kirche, die ist ganz eng mit meiner Geschichte verwoben. Also meine Mutter ist streng katholisch und hat uns auch früh in diese Kirche gebracht. Und diese Kirche ist sehr schön von innen. Da sind viele Figuren drin und man hat als Kind etwas zu schauen. Also nicht wie diese nüchternen, modernen Kirchen, wo nur leere Betonwände sind und praktisch der Wert auf das Wort des Pfarrers gelegt wird hier. Diese Kirche hat selber gesprochen. Und ich fand es immer schön in dieser Kirche. Und ich hatte auch immer ein behütetes Gefühl in dieser Kirche. Und ich dachte, Mensch, das ist auch ein Stück Heimat. Ich bin hier getauft, zur Kommunion gegangen, war Messdiener, habe später Lektorendienst übernommen, bis zum heutigen Tage noch. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da gab es hier einen Ort Königshofen. Und da sind wir damals mit meinen Eltern hingefahren. Wir haben uns den Ort angeschaut, weil mein Vater den von früher erkannte. Und auf einmal sah ich da keine Häuser mehr, zerstörte Häuser. Die Kirche war gerade abgerissen worden. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, was ist das denn hier? Was machen die hier? Ja, die reißen das ab wegen der Kohle. Ach so. Ja, und dann sind wir nach Hause gefahren und auf einmal sagte mein Vater, das soll irgendwann auch mal mit Kalmbeck passieren. So richtig bewusst war es mir, als die 61 abgerissen wurde. Die 61 war eine Autobahn, die nach Köln, von Gladbach nach Köln geht. Die ging an dem Ort vorbei und die lag zwischen uns und dem Bagger. Und da dachten wir, weil diese noch sechsspurig ausgebaut wurde, Mensch, da geht der Bagger nicht drüber und die Zeit der Kohle ist vorbei. Und auf einmal wurde diese Autobahn abgerissen. Dann kam der Umsiedlungsstatus für diesen Ort. Das heißt so, der Ort wird jetzt in Anspruch genommen. Und da war es für mich Fakt, der Ort, der wird praktisch sterben. Ich habe mich natürlich erst mal gegen den Braunkohletagebau gewendet. Also ich habe nicht verkauft, noch nicht verhandelt. Ich habe um diese Kirche gekämpft, die noch nicht verkauft war. Ich dachte, diese Kirche steht schon seit über 1300 Jahren im Ort. Ich sage, wenn wir die erhalten und die katholische Kirche kämpft mit uns, dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Weil die Zeit der Kohle, die läuft doch langsam aus. Warum müssen wir denn jetzt noch unsere Koffer packen wegen dieser Energie? Aber ich wurde leider eines Besseren belehrt. Und die Kirche stand nicht hinter uns und die Politik auch nicht. Also auch mein Vater hat mir damals das Haus überschrieben, hat gesagt, wenn die kommen, dann möchte ich nicht mehr mit denen verhandeln. Und letztendlich hat er dann gesagt, wie es dann auf die eigentliche Umsiedlung zuging, hat er gesagt, ich ziehe nicht mit, ich ziehe unter die Erde. Und diese Sache hat er wahrgemacht und das innerhalb von wenigen Wochen nach dieser Aussage. Diese Kirche ist ja im 19. Jahrhundert gebaut worden. Also die Kirche, Gemeinde, die ist ja viel, viel älter. Und die Kirchen hier im Dorf, die sind praktisch immer größer und immer schmuckvoller geworden. Und der letzte Umbau fand dann praktisch auch im 19. Jahrhundert statt. Und somit haben wir diese große, schöne Kirche bekommen, die auch sehr schön ausgemalt ist, die einen prachtvollen Altar hat. Also wenn man in die Kirche reinkommt, man wird erschlagen. Man denkt, man ist nicht in einer kleinen Dorfkirche. Die hat etwas Kunstvolles. Das ist praktisch wie eine Zeitreise durch die Zeit, weil die auch viele Sachen in sich birgt, die aus vergangenen Jahrhunderten sind.
Zum Beispiel hängt eine Glocke von 1455, die schlägt hier schon seit weit über 500 Jahren, schlägt die hier den Ton an und den hören wir. Und damals die Leute, die diesen Ton gehört haben, die hätten sich ja nie erträumen lassen, dass dieses Dorf mal verschwindet. Und wenn man dann hier auf dieser Stelle steht und ich meine immer, man spürt doch, was dieser Ort für eine Kraft hat. Hier haben Leute seit über 1000 Jahren die Gebete zum Himmel geschickt. In Freud, in Leid, in Pest, in Not, in Kriegstagen. Und dann haben wir doch nicht das Recht, das einfach auszulöschen. Das dürfen wir nicht. Die Kirche, die wurde immer größer und prunkvoller. Und nun soll diese Kirche praktisch implodieren und von einer großen Kirche in einer kleinen Kapelle enden, in der diese prunkvollen Gegenstände gar keinen Platz mehr finden am neuen Ort. Also für mich endet hier eine Fahrgeschichte von 1307 Jahren, endet hier je. Also das wird hier einfach vernichtet. Ich habe ja scherzeshalber mal gesagt, das ist für mich eine Fertiggarage mit Religionshintergrund. Und da bin ich auch für angefeindet worden. Aber das ist ein seelenloser Betonklotz. Und das Schlimme ist, die Leute hier im Ort, die wurden überhaupt nicht gefragt. Wie soll die neue Kirche aussehen? Wie stellt euch die neue Kirche vor? Ich dachte, Gemeinde, das kommt von Gemeinschaft, aber die sah ich hier nicht. Man wurde nicht gefragt, es wurde irgendein Kapellentyp ausgesucht, der zu 90% aus Beton besteht. Einfach nur wie ein seelenloser Bunker. Also auch die Entwürfe, die sehen halt so aus. Und was ich da jetzt so an der, wenn ich die Baustelle sehe davon, das sind einfach nur gegossene Betonwände. Und da kommt doch kein heimeliges Gefühl mehr auf. Wenn ich hier in dieser Kirche gesessen habe, Weihnachten, diese schöne, bunte Kirche mit den geschmückten Weihnachtsbäumen, mit diesem goldenen Altar, mit den Engelsfiguren, mit der Kanzel, mit den farbigen Fenstern, die sämtliche Geschichten der Bibel erzählen. Das war toll, das war für mich Weihnachten. Und ich kann mich doch nicht vorstellen, mich in so einen Betonkasten zu setzen und sagen, so, jetzt habe ich Weihnachten. Für mich heißt ja Weihnachten nach Hause kommen. Das heißt, wird ja immer in der Werbung erwähnt, Weihnachten nach Hause kommen. Und Weihnachten nach Hause kommen war für mich, Weihnachten hier in der Kirche zu stehen. Zum Schluss der Christmette, da wurde mal das Licht gelöscht. Da blieben die zwei Tannenbäume neben dem Altar. Die Lampen blieben an. Und dann hatte man, die letzten Jahre hatte man Tränen in den Augen, weil man wusste, wie wollen die das nehmen? Das soll irgendwann nicht mehr da sein. Das ist doch deine Heimat. Das ist doch das was du dein Leben lang gesehen hast und das für dich was gezählt hat. Momentan ist sie gar nicht mehr geöffnet. Man kommt da überhaupt nicht mehr rein. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Früher war es so, da war das Hauptportal, vor dem wir hier stehen, das war tagsüber geöffnet, von morgens bis abends um 6. Und man konnte da bis zu einer Glasscheibe vortreten und man konnte aber in die Kirche und man konnte auch sein Gebet verüben. Man konnte sich da auf eine Bank setzen. Man hatte da seine Ruhe. Überall, man sah die Bagger, die Baustellenfahrzeuge vom Tagebau, aber in dieser Kirche hatte sich nichts verändert. Das war praktisch so ein unberührter Platz. Das Schlimme ist, dass viele Leute von der Kirche, auch gerade von der Gemeinde und dem zuständigen Pfarrer, sehr enttäuscht sind. Die zuständige Gemeinde, die war ja mehr damit beschäftigt, hier ihr Schäfchen finanziell ins Trockene zu bringen, also möglichst gut und schnell mit RWE zu verhandeln, anstatt sich hier um die Menschen zu kümmern. Wir haben damals Unterschriften gesammelt mit einigen Leuten hier. Wir wollten gegen die Plünderung der Kirche wollten wir eigentlich vorgehen, dass Sachen hier bleiben. Dann haben wir nachher gesagt, wieso soll denn nicht die ganze Kirche hier bleiben? Dann haben wir uns dafür ausgesprochen, nein, die soll nicht entwidmet werden, die soll hier bleiben. Wenn sie schon so zerstückeln wollen, dann soll sie doch hier am Ort bleiben. Und dann sind wir auch nach Aachen gefahren. Und ich kann mich noch gut erinnern, im Immerather Dom, da war ein gewisser Herr Krämer, der ist jetzt mittlerweile Dompropst in Aachen, der hat gesagt, in der Immerather Kirche, wie traurig der ist und das tut dem Herzen weh und so weiter und so fort. Und den habe ich dann in Aachen kennengelernt. Dann hat er auf einmal von großen, kostenintensiven Kisten gesprochen. Also was uns die Heimatkirche ist, war in Aachen eine große, kostenintensive Kiste. Und da war ich erschrocken. Ich habe mal scherzeshalber zu RWE gesagt, ja, zu einem Mitarbeiter, ich sage, ich könnte Ihnen eigentlich dankbar sein. Ich sage, ich habe noch nie so viel über die Kirche, über die Politik und über Mitmenschen gelernt durch diesen unsäglichen Tagebau hier. Die Immerather Kirche, die habe ich genauso lange gekannt wie diese Kirche hier.
Und dann stand man vor dieser Kirche, und eine Kirche ist für mich etwas Ewiges. Das steht da wie der Kölner Dom, man fährt daran vorbei, das ist immer da und war immer da und ist immer da. Das ist was nicht verschwindet. Und auf einmal haut da so ein Bagger rein und dann fallen da Mauerbrocken runter und die Erde bebte. Und das ging einem durch Mark und Bein. Ich kam nach Hause, ich habe kein Wort gesprochen. Ich war wie weggetreten. Das tat richtig weh. Und irgendwann fuhr man da wieder hin, da war nur noch die Hälfte davon da. Und auf einmal war sie ganz weg. Und wenn man diese Kirche genauso als Landmarke gekannt hat wie diese Kirche und von Weitem schon gesehen hat mit diesen zwei Türmen, und auf einmal sind da diese Türme weg am Horizont, das ist etwas, was man nicht begreift. Weil das Leben besteht ja aus Sehen und Begreifen. Und wenn auf einmal Sachen verschwinden, dann stellt man ja irgendwie alles in Frage. Praktisch alles lässt sich vernichten und alles kann man verschwinden lassen. Es ist ja nichts von Bestand, und das wird dann so plastisch auf einmal, wenn man sieht, dass dann sowas Ewiges wie so eine Kirche auf einmal verschwindet. Wenn ich hier durchs Dorf spaziere, dann spule ich nur noch alte Filme ab. Ich spule nur noch Geschichten ab, da hat der gewohnt, da hat jener gewohnt, da ist das passiert, da ist jenes passiert, aber es passiert nichts Neues mehr. Und das macht mich irgendwie schwermütig. Und ich ziehe den Hut vor jedem, der noch sagt, er will hier bleiben. Und dem wünsche ich auch, dass er sein Ziel erreicht. Wenn ich hier weggehe, dann kann auch ruhig einer in mein Haus ziehen. Das ist mir egal. Ich hab mich ja dann entschieden zu sagen, ich gehe. Wenn ich nicht will, dass da einer reinzieht, dann gehe ich nicht weg. Viele werden mich jetzt anfallen und sagen, wie kannst du sowas sagen? Sie sind doch ausgezogen, weil es ja abgerissen werden soll, wegen der Kohle, das war immer schon so. Und wenn wir jetzt ausziehen, dann muss es abgerissen werden. Also von mir aus nicht. Ich möchte, dass der Ort bleibt. Ich habe schon gesagt, ich brauche am neuen Ort keine Kirche. Ich sage, wenn diese Kirche hier bleibt und man kommt jeden Sonntag hier hin und betet hier, das ist doch ein Grund, an den alten Ort zu kommen. Und somit hat man auch noch ein Stück Heimat nicht verloren. Die Kirche als Heimat würde ja bleiben. Aber es wird ja schon diese Kapelle am neuen Ort gebaut, aber da muss ich nicht unbedingt reingehen. Das ist für mich keine Kirche, tut mir leid. Das ist nur eine Alibi-Kirche, so, wir haben denen eine Kirche weggenommen, wir haben ja ein paar Mietobjekte von dem Geld dahin gebaut, jetzt müssen wir ja eine kleine Kirche dahin bauen, damit die Leute beruhigt sind. Das ist für mich, die ist für mich nicht zur Ehre Gottes errichtet worden. Die ist nur errichtet worden, so, wir müssen eine Kirche haben, sonst maulen die Leute. Ja. Ich glaube, viele Leute, die wollen ganz schnell damit abschließen und zu sagen, nein, das muss jetzt alles weg, damit ich das überhaupt verarbeiten kann. Und wenn es dann mal irgendwann weg ist, dann kommen die Leute auf die Idee, Mensch, wäre das doch noch da, könnten wir doch noch mal zurück. Ich habe mit Leuten aus längst vergangenen oder längst abgebrochenen Dörfern mal gesprochen. Die bekamen später Sehnsucht, noch mal in ihren alten Ort zu gehen. Da war es nicht mehr möglich. Und jetzt haben wir doch die Chance, das zu erreichen. Ich wünsche mir, dass es ein bisschen die Gegend hier befriedet. Umsiedler und auch Leute, die da bleiben wollen, dass es da ein Konzept gibt, das beide Parteien zufriedenstellt. Dass es keine Gräben gibt zwischen Neu und Alt und dass doch beides nebeneinander in Harmonie leben kann. Und natürlich, dass hier dieser Ort stehen bleibt.